Die BSG Tirol jubelt nach einem 4:2 Heimsieg gegen den TSV Hartberg über den fixierten Platz 1 in der Quali-Gruppe. Für die Hartberger hingegen heißt es weiter zittern im Abstiegskampf. Die Anfangsphase steht im Zeichen des Abtastens. Den ersten Abschluss, den sehen die Zuschauer erst in Minute 18. Jetzt mal schnell über die rechte Seite und Broa Blume probiert es von der Strafraumgrenze. Svete sicher bei diesem Aufsitzer des Dänen nach Vorarbeit von Rogel. Die WSG, das spielerisch bessere Team, und die Chancen werden im Laufe der ersten Hälfte besser. Erdelzahler mit der Flanke auf Rioni, die Hereingabe ins Zentrum gut getimt. Aber der Juve-Leihspieler setzt den Kopfball am Tor vorbei. Der Albaner knapp dran an seinem 16. Saisontor. Solche Bälle hat er bereits verwertet in dieser Saison. Dann mal die Hartberger in der Offensive. Jürgen Heil probiert's. Ballmitnahme. 3-4 schnelle Schritte und an dieser stramme Schuss Osegovic auf den Posten. Der Vertreter des erkrankten Stammgoalis Oswald. Hellwach. Dann die 36. Minute und dieser Angriff der WSG über Kofi Schulz. Er zuletzt mit einem Treffer beim 1:1 gegen die Admira und hier mit einer Flanke, die dann Steinwender ins eigene Tor buxiert. Svete schwer frustriert und das gilt natürlich auch für den Hartberger Innenverteidiger, der diesen Flankenball ins Torort entsorgen will, aber die Abwehraktion mutiert zu einem unhaltbaren Ball. Aus Sicht von Svete, die Nerven spielen definitiv eine Rolle. Goldner wäre im Hintergrund vor Vrioni am Ball gewesen. Mit 1:0 für die WSG geht es in die Pause. Da bringt Schmidt Antonis Avdija anstelle von Diarra. Gefährlicher bleiben aber zunächst die Tiroler. Wieder eine Möglichkeit per Kopf für Vrioni. In Minute 52 zeigt Vrioni dann seine Klasse als Vorbereiter. Nach dem Pass von Erdelzahler in die Tiefe lässt er Steinwender stehen. Die Reingabe auf den mitgesprinteten Sabitzer. Kommt perfekt und schon steht's. 2:0 für die WSG. 8. Saisontor für Sabitzer. Die Chemie der beiden Angreifer bei den Tirolern passt. Brioni nicht im Abseits. Goldner rutscht, kann aber nicht verhindern, dass Sabitzer hinter ihm zum Abschluss kommt. Zu gut die Reingabe von Brioni. Eine Aktion wie aus einem Guss. Die Hartberger nach dem 2-Tore-Rückstand gefordert. Und nach einigen Minuten dann mit einer Reaktion Okan Aydin. Mit diesem Hammer aus der Distanz. Osegovic lenkt die Kugel noch an die Latte. Starke Parade des Wartener Schlussmanns. Wenig später ist es dann aber soweit. Mit dem Anschlusstreffer für die Hartberger. Tadic mit dem Freistoß und Goldner drückt die Kugel per Kopf ins Tor. Gibt es noch Diskussionen? Es ist das 2. Saisontor des Innenverteidigers, der nach Gelbsperre retour kommt und die Partie wieder spannend macht. Osegovic kommt nicht an die Flanke von Tadic ran. Goldner versenkt den Kopfball via Unterkante der Latte. Die Hartberger in Minute 63 wieder da, aber nur 7 Minuten später dann wieder mit 2 Toren hinten. Pritzer holt sich mit diesem grenzwertigen Einsatz den Ball gegen Heil. Schiedsrichter Lechner sieht keinen Foul und dann geht schnell Blume auf Rioni und da ist es dann. Das 16. Saisontor für den Striker der Wartener. Jubelpose bei Vrioni. Die Hartberger reklamieren ein Foul gegen Heil. Lechner lässt aber weiterlaufen. Der VAR sieht keine klare Fehlentscheidung. Der Rest dann stark gemacht von Vrioni. Svete zwar noch dran, aber er kann den Ball nicht mehr entscheidend ablenken. Die Tiroler biegen also auf die Siegerstraße ein und stellen dann in Minute 83 sogar noch auf 4:1. Rioni auf den kurz zuvor eingewechselten Ranacher. Und der schießt im 21. Bundesliga-Einsatz. Sein erstes Tor macht das wie ein Routinier. Wunderbare Aktion von Rioni. Die Ballannahme perfekt. Und Ranacher eiskalt. Svete bedient, kommt er nicht mehr ran an den Schuss ins lange Eck. Damit scheint alles entschieden. Einen Ansatz von Spannung in der Schlussphase bringt dann noch ein Fehler von Osegovic beim Rausspielen. Ein schwerwiegender, der aber keine weiteren Folgen mehr hat. Hier gibt es noch das 2:4 durch Pentil. Aber mehr passiert dann nicht mehr.
In Minute 86 können die Hartberger also noch auf 2:4 verkürzen. Bentel mit seinem 7. Bundesliga-Treffer, so treffsicher wie zuletzt war er noch nie in seiner Karriere. Ja, und der Joker hat dann sogar noch die Möglichkeit auf das 3:4. Aber er setzt den Ball drüber. Da hätte dann nochmal Spannung entstehen können. So aber bleibt es am Ende bei einem 2:4 aus Sicht der Hartberger. Damit Enttäuschung pur bei den Hartbergern. Auf der anderen Seite Erleichterung. Die Tiroler freuen sich über Rang 1 in der Quali-Gruppe. Und für Klaus Schmidt und Co. geht es am kommenden Freitag in einem echten Endspiel zu Hause gegen die SV Ried um den Klassenerhalt. Klaus Schmidt jetzt im Gespräch mit Lisa Insam.